Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ich bin Nils Daniel Peiler. Ich bin einer der Kuratoren unserer aktuellen großen Jubiläumsausstellung Kubricks 2001, 50 Jahre A Space Odyssey. Viele von Ihnen waren sicherlich schon in unserer Ausstellung. Wer noch nicht da war oder wer noch mal reingehen möchte, noch bis zum 23. September feiern wir diesen Klassiker des Science-Fiction-Films. Und es gibt ja auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Wir haben einen eigenen Flyer dazu. Da finden Sie alle bereits veranstalteten Termine und alle noch kommenden Termine, die sind alle auch schon im Vorverkauf. Und ich möchte heute ganz besonders schon als Ausblick darauf hinweisen, dass wir in etwa 2 Wochen ein großes internationales Symposium hier im Kino haben. Das ist auch schon im Vorverkauf. Es gibt auch eine Dauerkarte für 35 Euro für das ganze Wochenende. Und es sind renommierte Kubrick-Forscherkollegen hier aus Großbritannien, aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland, die dann darüber sprechen werden, wie Kubrick eben verortet werden kann heute mit neuen Perspektiven, mit frischen Ansätzen und insbesondere natürlich sein Meisterwerk 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968. Das finden Sie in dem Programm. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, es gibt natürlich auch neben der Begleitreihe mit Gästen große Science-Fiction-Filmklassiker weiter hier zu sehen. Solche vor 2001, die Kubrick kannte, die Kubrick inspiriert haben für den Film, als auch solche nach 2001, die also 2001 Odyssee im Weltraum aufgreifen. Und so wird unsere Reihe aktuell fortgesetzt. Schauen Sie dazu ins Juli-Programmheft des Kinos des Deutschen Filmmuseums. Da gibt es dann Science-Fiction-Filmklassiker, zum Beispiel Barbarella oder die unheimliche Begegnung der dritten Art oder Steven Spielbergs AI. Vielleicht ist da ja auch etwas für Sie dabei. Das als Ausblick. Heute freue ich mich aber ganz besonders, Ihnen den Ehrengast des heutigen Abends vorstellen zu dürfen. Wie immer wird es zunächst einen Vortrag geben und im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit zur Diskussion über das Gesehene und Gehörte. Das wird etwa eine Dreiviertelstunde dauern. Im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit zur Publikumsdiskussion. Wir machen dann nochmal eine kurze Umbaupause, das nur zum Ablauf. Und dann beginnt natürlich das Musikvideoprogramm von David Bowie bis Lady Gaga. Wir haben da einige populäre Positionen aus den letzten 50 Jahren Filmmusik, Musikvideogeschichte zusammengestellt für Sie. Und ich freue mich sehr, dass unser Ehrengast des heutigen Abends sich auch bereit erklärt hat, hier zu moderieren. Ich möchte Ihnen ganz herzlich Professor Dr. Henry Kiesow von der Universität in Heidelberg vorstellen. Und gestatten Sie mir, wenn ich das heute Abend vielleicht ein bisschen persönlicher mache, denn von allen Ehrengästen unserer Reihe kennen Herr Kiesow und ich uns schon am längsten und am besten. Es gibt da einige Berührungspunkte. Professor Dr. Henry Kiesow hat ein Studium der Kunstgeschichte, der Germanistik, der Musikwissenschaft und der Philosophie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und an der Sorbonne 4 in Paris absolviert. Im Jahr 1996 wurde er dann mit einer Forschungsarbeit über das Werk des Malers Nicolas Poussin promoviert. Von 1996 bis 1999 war er dann Stipendiat und wissenschaftlicher Assistent am Kunsthistorischen Institut in Florenz und anschließend von 1999 bis 2005 wissenschaftlicher Assistent am Kunstgeschichtlichen Institut der Universität Frankfurt am Main. Dort hat er sich 2005 auch habilitiert und zwar mit einer Forschungsarbeit über das Werk der Malerfamilie der Caracci aus Bologna. 2005-2006 übernahm er eine Gastprofessur an der Johannes-Gutenberg-Universität. Er war im Anschluss dann Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und wurde 2008 berufen auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Universität des Saarlandes. Und dort sind wir uns dann auch das erste Mal begegnet, denn ich hatte das Glück, dann Herrn Professor Dr. Kiesow während meines Bachelorstudiums der Bildwissenschaften der Künste kennenzulernen in Saarbrücken. Durfte dann in der Folge auch als studentische Hilfskraft für das Saarbrücker Kunstgeschichtliche Institut unter der Leitung von Professor Kiesow arbeiten, sowie gemeinsam mit ihm und Professor Dr. Anthony Metivier für das DFG-Projekt Elective Affinities, Studien zu filmischen Adaptionen von Romanen und Erzählungen mit Kunstbezug. Und wir haben dort in Saarbrücken auch gemeinsam eine öffentliche Ringvorlesung zum Thema Industriekultur unter dem schönen Titel Genialer Schrott organisiert und auch ein Buch gleichen Titels zusammen mit Dr. Dominik Schmidt herausgegeben. Dass wir hier heute Abend wieder zusammentreffen, am 4. Juli 2018, das wurde gewissermaßen vor 8 Jahren bereits angelegt, denn im Wintersemester 2010-2011 durfte ich dank der Unterstützung von Herrn Professor Dr. Kiesow mein allererstes Filmseminar an der Universität des Saarlandes lehren. Und zwar, Sie ahnen es, zu Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum und den Folgen.
Darin gab es einen hochkarätigen Gastbeitrag, und das ahnen Sie natürlich auch bereits. Professor Dr. Kieser sprach zum Thema der Musikvideorezeption von Kubricks Klassiker. Musikvideos zählen zu den mannigfaltigen Forschungsfeldern, die im weiten Interesse von Professor Kieser stehen, die er verfolgt, nunmehr seit 2012 als Professor für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die französische und italienische Barockmalerei, insbesondere hier Poussin und die Caracci, Cinquecento-Illustrationen der Entdeckung Amerikas, Kunst und deren Rezeption in Literatur und Medien, hier zum Beispiel Kunst und Film bei den Simpsons, das Phänomen der Kunstfälschung und die zeitgenössische Architektur, hier insbesondere Jean Nouvel. Und in einer Vorlesung Professor Kiesers über den französischen Star-Architekten Jean Nouvel begegnete mir dann seinerzeit als Bachelorstudent auch erstmals in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung die Rezeption von Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Immer wieder hat Henry Kieser auch den wissenschaftlichen Blick in den Weltraum gewagt. Erwähnt seien hier stellvertretend die 2009 in Saarbrücken ausgetragene öffentliche Ringvorlesungsreihe Walking on the Moon anlässlich des 40. Jahrestags der ersten bemannten Mondlandung der Apollo 11 Mission sowie die internationale und interdisziplinäre Tagung We Are All Astronauts, The Image of the Space Traveler in Arts and Media, die 2015 an der Universität in Heidelberg stattfand. Henry Kieser hat sich um den Film insbesondere publizistisch verdient gemacht durch Sammelbände, die er herausgegeben hat, beispielsweise Filmkunst, 2011 in Marburg erschienen, herausgegeben zusammen mit Susanne Marschall und Fabian Liptai, oder auch Hitchcock und die Künste, ein Sammelband, den er herausgegeben hat, auch erschienen in Marburg 2013. Und darin, das möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen, wo wir hier heute Abend im Kino des Deutschen Filmmuseums sind, ist ein ganz wunderbares Interview enthalten mit dem Künstler Benjamin Samuel Koren zu seinem Leuchtkasten Kubrick hoch 13 plus 9 plus 10. Und den finden Sie oben im Foyer. Also wenn Sie ihn noch nicht längst kennen, dann gehen Sie nachher beim Verlassen des Kinos doch nochmal dran vorbei. Unter den zahlreichen Veröffentlichungen unseres Ehrengastes möchte ich aus Gründen der Zeit und natürlich unseres heutigen Themas hier nur ausschnitthaft auf einige Arbeiten zum Musikvideo hinweisen. Darunter gibt es unter anderem Aufsätze zu motivischen Querbezügen in Musikvideos, beispielsweise zwischen Versenkung und Transgression, über den Kuss im Musikvideo, das ist erschienen in Querformat Nummer 5 2012, oder Aufsätze zu einzelnen Musikvideoregisseuren, wie beispielsweise zu Spike Jones. Spike Jones, der Versuch einer Spektralanalyse, erschien in dem von Johannes Wende herausgegebenen Band über Spike Jones in der Reihe Filmkonzepte 37, bei der Edition Text und Kritik 2015 erschienen. Und dieser Aufsatz entstand gemeinsam mit Thorsten Wübener. Und ich freue mich sehr, dass Thorsten Wübener von der Universität in Frankfurt vom Kunstgeschichtlichen Institut heute Abend auch bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, denn gemeinsam mit Thorsten Wübener von der Universität in Frankfurt hat Henry Kieser gemeinsam zahlreiche Standardwerke zum Musikvideo in Geschichte und Gegenwart vorgelegt. Darunter Video Thrills the Radio Star, Musikvideos, Geschichte, Themen, Analysen, 2005 in Bielefeld erschienen, Rewind, Play, Fast Forward, The Past, Present and Future of the Music Video, auch in Bielefeld erschienen 2010, und der Ausstellungskatalog Image Bilder, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Videoclips in Münster 2011 erschienen. Nicht unerwähnt bleiben soll hier zum Schluss noch ein Aufsatz zum heutigen Thema, nämlich A Total Rip of Kubrick's Movie, Fragezeichen, die Rezeption von 2001 A Space Odyssey im Musikvideo. Und dieser Aufsatz ist erschienen in dem Band Populäre Musik, mediale Musik, transdisziplinäre Beiträge zu den Medien der populären Musik in Baden-Baden 2011 herausgegeben von Christopher Joost, Daniel Klug, Axel Schmidt und Klaus Neumann-Braun. Es ist mir also eine ganz besondere persönliche Freude, heute Abend mit Ihnen ganz herzlich Professor Dr. Henry Kieser zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Peiler, erst einmal ganz herzlichen Dank, nicht nur für die Einführung, für die sehr persönliche und ausführliche Einführung, sondern auch für die Einladung, überhaupt hier heute Abend sprechen zu können und zu dürfen. Ich freue mich sehr, heute Abend hier im Filmmuseum
sprechen zu können. Noch dazu zu einem Thema, das eben verschiedene Gattungen in gewisser Weise miteinander verbindet, nämlich eben auf der einen Seite den Film und auf der anderen Seite das Musikvideo. Herr Peiler hat ja schon angesprochen, dass ich mich schon einmal in einer Publikation mit den Bezügen zwischen Stanley Kubricks Film 2001 A Space Odyssey und dem Musikvideo befasst habe. Und insofern können Sie das, was ich Ihnen heute Abend vortrage, als eine Art von Fortsetzung betrachten. Wobei ich gleich dazu sage, Sie werden jetzt keinen theoretisch durchgesättigten Vortrag bekommen, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, dass Sie möglichst viel von dem, was ich Ihnen hier zusammengestellt habe, sehen und hören können. Das heißt, man könnte diesen Vortrag auch unter die Gattungsbezeichnung Show and Tell nehmen, so wie das in amerikanischen Schulen ja auch üblich ist. Denn genau darum geht es mir. Ich will Ihnen etwas zeigen und möchte ein paar Dinge dazu sagen. Das ist jetzt aber kein gut abgehangener, theoretisch durchgesättigter Vortrag, sondern es geht mir wirklich darum, Ihnen hier anhand von einigen Beispielen vorzuführen, wie Stanley Kubrick im Musikvideo, und ich werde gleich was dazu sagen, was ich in diesem Fall unter dem Musikvideo verstehe, wie er dort mit seinem Film wahrgenommen und eben auch rezipiert wird. Und das werden Sie auch gleich sehen, das passt in gewisser Weise auch, weil man könnte sich ja fragen, Stanley Kubrick, das Film 2001 und das Musikvideo, was hat das überhaupt miteinander zu tun? Und da ist eben mein Einstieg der, dass 2001 A Space Odyssey meiner Ansicht nach grundsätzlich ein Film ist, der sozusagen passiv wie aktiv starke Verbindungen zur Musik aufweist. Und zwar neben dem offensichtlichen Bezug zur Klassik. Ich zeige Ihnen hier noch einmal das Plattencover der von MGM und Deutsche Grammophon veröffentlichten Soundtrack-Zusammenstellung, wo eben die sogenannte E-Musik in Form von Klassik und Avantgarde eben vertreten ist. Das heißt also, jenseits dieses offensichtlichen Bezuges zur klassischen Musik gibt es passiv einen weiteren Bezug zur Popmusik und zum anderen lebt der Film aktiv von der Verbindung von bewegten Bildern und Musik. Und um zunächst kurz auf den Bezug des Films, sozusagen den passiven Bezug des Films zur Popmusik einzugehen, der britische Musiker David Bowie wurde 1969 durch den im Vorjahr in die Kinos gekommenen Film zur Komposition seines Stücks Space Oddity angeregt, das ja schon im Titel einen deutlichen Bezug zur Space Odyssey aufweist, aber auch hinsichtlich der im Lied erzählten Handlung auf Momente aus Kubricks Film zurückgreift. Darin Kubricks Astronauten vergleichbar, sagt Bowies Major Tom von sich, dass er floating round in my tin can far above the moon sei. Also ganz ähnlich wie auch die Astronauten bei Kubricks Film, die eben auch an einer Szene eben auf den Mond zufliegen, über ihn hinwegfliegen, dann zum Beispiel auch mit diesem Moonbass. Bowies Stück wurde am 11. April 1969 veröffentlicht und erhielt insofern sogleich kostenlose Werbung, als die BBC das Stück während der Übertragungen der Mondlandung am 21. Juli 1969 spielte. Und das zeigt meiner Meinung nach noch einmal auch, dass die von dem Journalisten Andrew Smith in seinem 2005 erschienenen Buch Moondust formulierte These bestätigt wird, dass das Mondlandeprogramm, ich zitiere, Apollo was an emanation of popular culture before it was anything else. Und diese Kombination von David Bowie und der Mondlandung zeigt das noch einmal sehr schön. Zu Space Oddity wurden drei Videos gedreht, die in unterschiedlichem Maße Bezug auf Kubricks Film nehmen. In dem 1969 von Malcolm G. Thompson gedrehten Video wird die in dem Song angedeutete Handlung gewissermaßen auf der bildlichen Ebene nacherzählt und ausgedeutet. Bowie erscheint in einer Doppelrolle, einmal als Repräsentant der Ground Control, sowie dann eben auch entsprechend kostümiert als Astronaut. Der most peculiar way, in dem Major Tom durch das All schwebt, sowie die Zeile "And the stars look very different today", werden durch zwei dem Thema der Odyssee entsprechenden Weltraumsirenen interpretiert, die Major Tom in die Irre locken. Der Film ist Bestandteil einer halbstündigen Promofilmaktion mit dem Titel Love You Till Tuesday, bei der 7 Songs von Bowie mit eigens von Thompson dafür gedrehten Filmen begleitet wurden. Die Szenen, in denen Bowie als Major Tom durch das All schwebt, weisen eine gewisse vage Ähnlichkeit zu einigen Szenen Kubricks auf, in denen dessen Astronauten durch das All schweben. Und Love You Till Tuesday werden wir nachher auch im Rahmen des Musikvideoprogramms sehen. Da können Sie dann noch einmal selber auch diese Sequenz anschauen.
Das zweite Video zeigt Bowie bei der Performance des Stückes, zwischengeschnitten mit Anzeigen eines Oszilloskops sowie einem Mischpult, das hier in gewisser Weise sozusagen das Cockpit eines Raumschiffs stellvertreten soll. Das Ganze wurde im Dezember 1972 gedreht und setzte den Song nun in Beziehung zu Bowies mittlerweile eingeführtem Alter Ego Ziggy Stardust, von dem ja immer unklar geblieben ist, ob es ein Außerirdischer ist oder ein Mensch. Bowie hat sich da sehr unterschiedlich zu verhalten. Das heißt, in gewisser Weise ist dieser Ziggy Stardust auch so eine Art von Hybrid. Eine dritte Version wurde 1979 von Regisseur David Mallet für die Kenny Everett New Year's Eve Show Will Kenny Everett Make It to the 1980 gedreht, die gewissermaßen eine Synthese aus den beiden vorangegangenen Filmen darstellt, denn sie zeigt einerseits wieder den performenden Bowie, und zwar insbesondere am Anfang sieht man ihn also klassischerweise eben vor einem Mikrofon mit einer Gitarre sitzen und spielen. Und dann allerdings verlässt Bowie mitten in der Performance scheinbar spontan seinen Platz, die Kamera folgt ihm und er begibt sich freiwillig in diese weiße Zelle hinein, die ein bisschen aussieht wie eine Gummizelle. Und zudem wird das Ganze auch noch kombiniert mit Szenen, die eine Art von Narration auch enthalten. Und das sind allerdings alles im Grunde genommen Dinge, also sowohl diese Sequenzen hier als auch das Setting von hier, die auf ein späteres Musikvideo, nämlich das Video zu Bowies Ashes to Ashes, verweisen, das nämlich nicht nur wörtlich diese Szenen enthält, sondern eben auch in einem solchen Setting spielt. Man kann, wenn man will, in dieser Gummizelle eine Art von Interpretation des weisen Louis-Seize-Raums sehen, in dem sich Bowman in Kubricks 2001 wiederfindet, denn auch hier findet sich Bowie eben in Einsamkeit und Isolation wieder. Und wenn Sie in der Ausstellung waren, haben Sie vielleicht auch das Zitat von David Bowie gesehen, der nämlich sagt, Isolation, das sei genau das, was ihn an diesem Film ganz besonders fasziniert wird. Bowman wird ja in diesem Louis-Seize-Raum versorgt, er bekommt zu essen und das wird auch in dem Musikvideo dieser dritten Version zu Space Oddity interpretiert, denn sie haben dann David Bowie in einer Küche sitzen, im Hintergrund eine Krankenschwester, die für ihn kocht und am Schluss gibt es eine unheimliche Szene, wo David Bowie scheinbar vor einer Wand sitzt und von Schläuchen praktisch durchdrungen ist, die wie Nabelschnüre ihn versorgen zu scheinen. Auch dieser Pilotensessel und auch diese Schläuche gehen wieder zurück auf Ashes to Ashes, denn ich habe Ihnen hier oben die Screenshots aus dem Major Tom, also dem Space Oddity Video, abgebildet und hier unten die Sequenzen aus Ashes to Ashes. Und Sie sehen, das ist mit kleinen Abweichungen mehr oder weniger das gleiche Setting und genau das gleiche gilt dann eben auch für diese Gummizelle, die ebenfalls bei Ashes to Ashes eine zentrale Rolle spielt. Und das geht sogar so weit, dass sogar dieser Lichtstrahl, den Sie hier haben, wo Sie vielleicht sagen könnten, der taucht hier noch gar nicht auf, der wird dann auch bei Ashes to Ashes entsprechend eingeführt. Insofern verweisen beide Videos sehr stark aufeinander. Dies passt auch insofern, als Ashes to Ashes nichts anderes ist als die Fortsetzung zu Bowies Hit Space Oddity. Denn in Ashes to Ashes kehrt Major Tom, der ja im Space Oddity im Weltraum verschwunden war, zurück und er nimmt wieder Kontakt zur Bodenstation auf, um ihr mitzuteilen, dass er glücklich sei. Das Personal der Bodenstation sieht in ihm aber nur einen heruntergekommenen, süchtigen Fixer. Die Liedzeile lautet, he's a junkie strung out in heaven's high, hitting on all-time low. Und insofern finden Bowie und die Bodenstation also auch in diesem Video nicht zueinander. Das Video zu Ashes to Ashes, Sie sehen es hier oben auch, wurde ebenfalls von David Mallet gedreht, der offenbar also Settings für das neue Video Ashes to Ashes, aber eben auch für dieses Video von 1979 für Space Oddity verwendet hat, um auf diese Art und Weise dann also auch diese beiden Videos miteinander zu verknüpfen. Interessanterweise kehrte Bowie dann im Clip 1993 sogar in einigen Sequenzen noch expliziter zu 2001 zurück, nämlich mit dem Musikvideo, das Regisseur Mark Romanek Bowies Song Jump They Say drehte. Die Angst vor Schizophrenie, von der das Lied handelt, wird im Video in Form einer Handlung interpretiert, bei der Bowie als paranoider Geschäftsmann gezeigt wird, der anscheinend von seinen Kollegen zum Gegenstand eines Experiments gemacht wird, bei dem man ihn dazu bringen will, vom Dach eines Geschäftshauses zu springen.
Neben deutlichen Anleihen bei Jean-Luc Godards Film Alphaville von 1965, Chris Markers La Jetée und Orson Welles' The Trial, beide aus dem Jahre 1962, sind die uniformierten Frauen, die in Bowies Video, also in dem, von Mark Romanek, durch Teleskope ihn observieren, den Stewardessen an Bord des Pan Am Raumschiffes in 2001 nachempfunden. Dieses Video wurde übrigens nach Bowies Tod 2016 insbesondere für dessen schauspielerische Qualitäten gelobt. Ich zitiere den Journalisten Kyle Anderson: "Bowie is an excellent actor. In this video may be his best character performance in a music video." Für Regisseur Romanek war das Video sozusagen Fingerübung und Vorspiel zugleich zu seiner zwei Jahre später stattfindenden, weiterführenden Auseinandersetzung mit 2001 im Kontext seines Videos zu Scream von Michael und Janet Jackson. Und weil wir das Video nachher auch sehen werden, will ich nur ganz kurz noch einmal die entsprechenden Punkte aufzeigen. Also dieses an den Wänden gehen, was sie bei Kubrick haben, das gibt es dann also auch in diesem Musikvideo, wo Michael und Janet Jackson an Bord eines Raumschiffes auch über dem Mond, High Above the Moon, also dann eben durch das Weltall gleiten. Dieses Raumschiff ist perfekt ausgestattet mit allem, was man braucht, auch Zerstreuungsspielen, und es stehen überall auch Raumanzüge bereit, ganz ähnlich wie also auch in 2001, wo diese Raumanzüge eben in einer Phalanx nebeneinander stehen, aber auch einzelne Sequenzen, wie zum Beispiel das rotierende Schweben durch einen zentralperspektivisch forcierten Gang findet man ebenfalls in Scream, und schließlich auch die sarkophagähnlichen Behälter, in denen Menschen während des Raumflugs untergebracht sind, tauchen also auch so bei Scream auf. Und das, was ich Ihnen gerade schon gesagt hatte, dieses über dem Mond schweben, auch das findet man eben in einer Sequenz von Scream, sodass man also richtig sieht, dass Mark Romanek hier ganz bewusst immer wieder auf dieses Video Rekurs nimmt. Und wir werden beide Videos nachher ja auch dann im Rahmen des Musikvideoprogramms sehen. Zudem lebt Kubricks Film aber selbst auch von der Verbindung von bewegten Bildern und Musik. Dies ja umso mehr, als Kubrick zur Konzeption einzelner Szenen und Choreografien sogenannte Temp-Tracks benutzt hatte. Das heißt, bereits existierende Musik, wie zum Beispiel die von Johann Strauss, Richard Strauss, Györgyi Ligeti und Aram Khachaturian. Fast nach Art eines Musikvideos, aber wirklich nur fast nach Art, hatte Kubrick dazu seine Bilder dann eben auch ersonnen, choreografiert und geschnitten. Und dieser starke Bezug zwischen Musik und Bewegtbildern wurde und wird offenbar auch als so stark wahrgenommen, dass der Film in Bereichen eine starke Rezeption gefunden hat und auch immer noch findet, in denen ebenfalls Musik und Bilder zueinander kombiniert werden. Also dem Musikvideo. Und hiermit oder hierunter möchte ich ausnahmsweise nicht nur im strengen Sinn zu Werbezwecken gedrehte und produzierte Clips meinen, sondern allgemein jede audiovisuelle Form, bei der Musik und Bilder in Abstimmung aufeinander geschnitten werden. Also fangemachte Clips, die filmisches Originalmaterial mit neuer Musik unterlegen, dann neu kreierte Kinotrailer zu 2001 und schließlich auch die kommerziellen Musikvideos und deren Vorläufer, die zum Teil nämlich als Vorbild für die selbstgeschnittenen Clips und Trailer fungieren. Das heißt, in gewisser Weise kann man sagen, das ist sozusagen das Vorbild und das wird dann von solchen Clips dann nachgeahmt. Oder, wie es der Kolumnist Dan Casey in einem Beitrag vom September 2013 über The Top Best 10 Recut Movie Trailers formuliert: "Seriously, people love to recut Kubrick." Und man könnte die Aussage mit Blick auf die hier auch in den Blick zu nehmenden Musikvideos ergänzen, und das ist natürlich der Titel meines Vortrags hier: "Seriously, people love to adapt, recut and recreate Kubrick." Wir fangen an mit den fangemachten Clips, wobei ich allerdings gleich auch etwas zu dem Punkt 3 sagen möchte mit den Vorbildern, denn die Frage ist ja, was ist eigentlich mit diesen Vorbildern zu den Musikvideos gemeint? Damit beziehe ich mich auf den Umstand, dass es ab 1959 die sogenannten Scopitones gab, das heißt audiovisuelle Jukeboxes, auf denen bereits zu Werbe- und Unterhaltungszwecken zunächst in Europa und dann auch in Amerika
kurze Musikfilme zu Songs angeschaut und angehört werden konnten. Also in direkter Folge die im Vorläufer des Musikvideos, denn das ist bereits zu Werbezwecken. Es sind Szenen, die extra zu bereits existierender Musik gedreht werden, oft auch kleine Narrationen, kleine erzählende Filme. Und die konnten eben, das ist sozusagen der Unterschied, nicht auf dem Fernseher MTV angeschaut werden, sondern diese Scopitones standen in Bars zum Beispiel. Und wie eine Jukebox konnte man da dann also einen entsprechenden Titel anwählen und ihn eben dann nicht nur hören, sondern eben auch den dazu gedrehten Film, die auch Scopitones genannt werden, dann auch anschauen. Diese Scopitones waren eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, die haben sich von Europa nach Amerika sehr stark ausgebreitet. Die verschiedenen Länder hatten ihre eigenen Scopitone-Kulturen, wo die jeweiligen Stars dann eben auch entsprechend beworben wurden. Das heißt, es gab einen regelrechten Boom. Und Sie werden auch gleich sehen, dass das sogar für spätere angestammte Regisseure, wie auch später das Musikvideo, eine Art von Filmschule wurde. Als ein solches Scopitone wurde 1962 für das Instrumentalstück der Gruppe Tornadoes Telstar, also ein Stück über den am 10. Juli 1962 gestarteten ersten TV-Satelliten der US-Firma AT&T mit dem Namen Telstar. Also für dieses Instrumentalstück wurde ein Scopitone gedreht, das heute jedoch weitestgehend nur noch in einer stark ruinierten Version überlebt hat. 2 Jahre später aber drehte der spätere Nouvelle Vague-Regisseur Claude Lelouch, und da sehen Sie eben, dass das Scopitone eine Art von Filmschule war, denn Claude Lelouch hat später gesagt, das Drehen von Scopitones war für ihn die beste Schule des Films, die er überhaupt haben konnte, weil man unter den schwierigsten Bedingungen dann also auch diese Scopitones drehen musste, das heißt mit relativ wenig Geld, relativ schnell, aber dann eben relativ kreativ auch sein mit beschränkten Mitteln, und von daher hat er also den Scopitones später eine Art von Denkmal auch gesetzt. Wie gesagt, 2 Jahre nach dieser Originalversion, 1962, hat 1964 dann der spätere Nouvelle Vague-Regisseur Claude Lelouch ein weiteres Scopitone für eine Coverversion von Telstar gedreht, die Eddie Vortan et son Orchestre eingespielt hatte. Interessanterweise übernahm Lelouch dabei, bis auf die Performance-Anteile, in denen nun eben nicht mehr die Tornadoes, sondern eben Vortan und seine Kollegen zu sehen sind. Das heißt, abgesehen von diesen Performance-Anteilen übernahm Claude Lelouch dann Originalmaterial aus dem ursprünglichen Tornado-Scopitone. Und Sie werden auch gleich sehen, dass er diese Szenen insofern auch anders gehalten hat, denn in dem Original-Scopitone mit den Tornadoes sieht man einfach nur die Musiker, wie sie hier also dann scheinbar spielen. Das ist natürlich synchronisiert. Während Claude Lelouch sich für eine andere Lösung entschieden hat. Die Musiker spielen zwar auch, aber sie interagieren zugleich mit einer Astronautin, die sich gerade auf den Start vorbereitet. Das ursprüngliche Tornadoes-Originalmaterial, das Claude Lelouch übernommen hat, bestand bzw. besteht interessanterweise aus Dokumentaraufnahmen von amerikanischen Raketenstarts, darunter insbesondere den Start der Mercury 7 mit dem Astronauten John Glenn an Bord am 20. Februar 1962, also dem Jahr, wo auch Telstar auf den Markt gekommen ist, zu einem ersten amerikanischen Orbitalflug. Und ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Ausschnitt, den Anfang eben dieses Scopitone zu Telstar von Eddie Vortan et son Orchestre, wo Sie dann also diese Dokumentaraufnahmen verbunden mit dem eigens von Lelouch gedrehten Material mit Eddie Vortan und dieser Astronautin sehen. Und wie gesagt, die Dokumentaraufnahmen, die Sie sehen, das sind genau die gleichen, die auch in dem ursprünglichen Scopitone für die Tornadoes zu sehen waren. Das heißt, was Sie hier haben, sind das aus einem gänzlich anderen Kontext genommene ältere Aufnahmen mit neuer Musik zu einem neuen Clip zusammengeschnitten werden. Und genau so verfuhren und verfahren auch viele fangemachte Videos zu 2001, bei denen dem Film von 1968 entnommene Sequenzen mit neuer Musik kombiniert werden. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Ausschnitte aus 5 Beispielen vorstellen, die alle zwischen 2013 und 2016 entstanden sind, also als Beispiele für diese fangemachten Clips. Zunächst, um zum Auftakt einen direkten Vergleich zu haben, 2 unterschiedliche Clips zu ein und demselben Stück, nämlich zu dem Stück von Daft Punk Contact von dem 2013 erschienenen Album Random Access Memories, aus dem mehrere Clips geschnitten wurden, die alle mit Material aus 2001 arbeiten. Und ich will Ihnen 2 Beispiele zeigen.
Einmal das Beispiel von dem User Laurent C. von 2013. Und vielleicht noch etwas zum Soundtrack, weil bei dem Stück Contact hören Sie eine Art Monolog, ein Gespräch sozusagen. Was Sie da hören, ist ein Funkkontakt zu Apollo 17. Das ist der Astronaut Gene Cernan, der mit Bob, das ist Robert Parker vom Capcom eben auf der Erde, darüber spricht, über merkwürdige Phänomene, die am Fenster von Apollo 17 beobachten. Und das waren eben Trümmerteile, die als die untere Stufe abgesprengt wurde, durch das All flogen. Und Cernan war von denen fasziniert und beschreibt dieses Phänomen. Und ich zeige Ihnen jetzt zunächst also einen Ausschnitt. Ich kann die leider alle nicht ganz zeigen, weil diese Stücke zum Teil bis zu 7 Minuten lang sind. Aber ich werde schon davon ausgehen, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, wie man zum gleichen Stück aus dem gleichen Film sehr unterschiedliches Material zusammenstellen kann. Ja, ich muss leider sehr brüsk da reingehen, weil wir zum nächsten Musikvideo kommen. Das ist von dem User Lars M., ebenfalls 2013, zum gleichen Stück aus dem gleichen Film. Und Sie sehen, was er jetzt zu dieser Musik zusammengeschnitten hat. Ja, Sie sehen, in beiden Fällen wird sozusagen dieser Funkkontakt, den man aus dem Off hört, legitimiert über Weltraumaktivitäten. Im einen Fall also der Anflug auf die Weltraumstation, im anderen Fall eben die extravehikulare Aktivität des Astronauten, der also in den Weltraum rausgeht. Aber Sie haben dann auch gesehen, das zweite Video schneidet dann zurück auf die Erde, an die Anfänge der Menschheit, ehe es dann wieder zurückspringt in den Weltraum und dann eben diese Sternentor-Sequenz praktisch nutzt, um auf diese Art und Weise die Dynamik der Musik zu legitimieren. Ich zeige Ihnen noch ein drittes Beispiel, ebenfalls ein Instrumentalstück. Sie sehen bereits oben den Titel. Das ist von dem User Cyber Jetstream, der sich auch Crazy Mangy nennt, der ein Musikvideo zu einem Stück geschnitten hat, das bereits 2010 herauskam, Handfasting Magic Wedding, und das er 2013 aber dann möglicherweise angeregt durch diese Daft Punk-Zusammenschnitte dann also mit der Musik verbunden hat. Sie sehen ähnliche Szenen, durch die Musik aber dann doch anders geprägt. Und hier ist interessant, sich auch anzuschauen, weil wir in diesem Fall auch eine Aussage des Schneiders sozusagen haben, der das Ganze zusammengeschnitten hat. Denn er sagt selber von seinem Clip, und ich zitiere, "This is a different kind of music video, a relaxing one that makes you plunge into the work of art put into this movie." Das heißt, ihm ging es darum, die künstlerische Arbeit, die in Kubricks Film drinsteckt, eben sozusagen zu verstärken, aber auf eine entspannte Art und Weise passend zu der Musik. Und er schreibt weiter, "This movie is for me the best one with special effects in the history of filming due to the year it came out. As soon as I watched this movie, the song came to my mind that it would be a perfect match." Das heißt, er kannte offensichtlich den Film noch gar nicht, als er eben 2013 wohl diesen Film dann zusammengeschnitten hat. Er kannte bereits die Musik, die 2010 herausgekommen ist, aber hat eben erst das Stück gehört und hat dann den Film gesehen. Und er schreibt dann so, "I hope you enjoy this video. Leave a comment about what you think." Und er kriegt sehr viele positive Kommentare, weil auch Leute, die den Film kennen und schätzen, sagen, das ist eine sehr schöne Zusammenstellung, die zu der Musik ganz großartig passt. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass lediglich Instrumentalstücke mit ausgewählten Szenen aus 2001 kombiniert worden seien, möchte ich Ihnen noch zwei Beispiele unterschiedlicher Musikgenres vorstellen. Nämlich zum einen im Dezember 2015 geschnittenen Fanclip zu dem im Mai 2015 veröffentlichten Song Eventually der australischen Band Tame Impala. Und auch hier ist es interessant, sich die Internetkommentare anzuschauen, weil das Online-Magazin Dig hat zu diesem Video geschrieben, "It is one hell of a remix." Und hell ist natürlich hier HAL, der Computer aus 2001. Also Sie sehen, hier wird stärker in das filmische Material eingegriffen, indem also passend zum Rhythmus zum Beispiel die Sternentor-Sequenzen zusammengeschnitten werden. Das haben die anderen Clips weniger gemacht, die zum Teil dann auch Sequenzen intakt gelassen haben. Vielleicht am kuriosesten ist das Projekt, das ich Ihnen hier vorstellen möchte, zum Abschluss dieser fangemachten Clips. Das ist nämlich das Projekt eines Fans der Formation Flatbush Zombies. Und zwar nennt sich dieser Fan, wie Sie sehen können, Skimilk. Die Flatbush Zombies haben 2016 ein Album vorgelegt, das den Titel trägt 3001, A Laced Odyssey.
Angeregt wohl durch den Verweis auf Kubricks Film, der in diesem Titel drinsteckt, hat dieser Fan dann die ersten 60 nur geringfügig bearbeiteten Minuten des Films mit dem Soundtrack oder mit dem Track des Albums unterlegt. Das heißt, es passiert eigentlich wenig anderes, als dass er einfach das Album unter die ersten 60 Minuten des Films gelegt hat. Wobei er aber sagt, dass das besonders gut passt. Er hat hier und dort ganz kleine Modifikationen vorgenommen, damit es dann noch am besten passt. Und ich will Ihnen eben jetzt natürlich nicht die ganzen 60 Minuten, sondern eben einen kleinen Ausschnitt daraus vorstellen. Ja, und Sie haben es vielleicht gesehen oder gehört auch. Es sind mal Äquivalenzen zwischen dem, was musikalisch passiert, dramatischer Höhepunkt, dieser Sonnenaufgang. Mal sind es Worte, wie zum Beispiel eben History, und dann erscheint darunter The Dawn of Man, die also dann solche Syntaxen ergeben, die von Skimmilk offensichtlich als ganz besonders passend empfunden wurden. Wenn man sich das allerdings 60 Minuten lang anschaut, hat man doch den Eindruck, es funktioniert nicht immer besonders gut. Das heißt, da ist dann schon eine gewisse Willkür dabei. Wenn man jetzt nochmal Revue passieren lässt, diese fangemachten Knips, dann kann man feststellen, dass bei Ihnen allen, mit der Ausnahme von 3001 to 2001, dass bei Ihnen allen etwas beobachtet werden kann. Nämlich, obwohl Sie alle die Chronologie des Films nicht strikt einhalten und zuweilen auch neue narrative Zusammenhänge suggerieren, das haben Sie an den Beispielen gesehen, setzen Sie doch fast alle die psychedelische Reise durch das Sterntor an das Ende sozusagen als der angesteuerte Höhepunkt. Und im Fall von Handfasting und Tame Impaler hört das Ganze sogar auch beide Male mit dem Starchild auf, also genauso auch wie im Film von Stanley Kubrick. Das eine Video zu Daft Punk Contact hört mit der riesigen Pupille von Dave Bowman auf, während das andere Daft Punk Video mit dem Warnhinweis Life Functions Terminated auf. Insofern gibt es da auch, obwohl es eines Mal das gleiche Stück ist, zum gleichen Film geschnitten, dann doch gleiche Varianzen. Damit komme ich zur zweiten Kategorie, das sind die neuen kreierten Kinotrailer zu 2001, und aus Zeitgründen spiele ich Ihnen hier nur ein Beispiel vor, denn diese Trailer muss man immer ganz zeigen und ganz sehen, wie gleich deutlich wird. Und ich zeige Ihnen hier als ein Beispiel einen Trailer, wo 2001 zu einem Modern Summer Blockbuster umgeschnitten wird, verbunden mit einer Musik von Jack Tramiel, Tactical Dominance. Das ist ein Komponist, der vor allen Dingen gerne bei Kriegs-Online-Spielen genutzt wird, um eben diesen Spielen eine relativ martialische und dramatische Musik zu unterlegen. Diese Musik stammt von dem Album Behemoth, und wie gesagt, von Behemoth werden ganz viele Musikstücke immer genommen, um also Online-Shooter-Spiele insbesondere zu unterlegen. Und ich zeige Ihnen jetzt diesen Trailer, der geschnitten wurde übrigens von einem Online-Magazin, nämlich filmschoolrejects.com, a website about movies, ist also eine Website, die sich aber eben nicht einfach nur damit begnügt, Texte über Filme zu schreiben, sondern auch zum Beispiel mit diesen Filmen zu experimentieren. Und 2012 hat man eben 2001 dann zurechtgeschnitten, neu geschnitten zu einem actionlastigen Sommerblockbuster. Ja. Sie sehen, man kann alles machen. Sie haben auch gesehen, The Ultimate Trip kommt vor, also versucht also durchaus mit der Rezeption des Films eben auch eine neue Art von Werbung zu machen. Ich komme damit zur dritten Kategorie, die kommerziellen Musikvideos und deren Vorläufer. Wie schon angedeutet, und unser Musikvideoprogramm, das wir im Anschluss zeigen werden, zeigt das ja auch noch einmal deutlich, hat der Film 2001 im Bereich des Musikvideos starke und auch eine wiederholte Rezeption erfahren. Dies ist zum einen typisch für das Musikvideo als Genre, das immer auf Bekanntes rekurrieren muss, um sie schnell verständlich zu machen, denn es hat praktisch nur 3 Minuten oder maximal 5 Minuten Zeit, um eine Narration zu entfalten, also muss man den Zuschauer, den Zuhörer relativ schnell packen und in irgendeiner Weise dann eben auch durch sinnhafte Strukturen dann an sich binden. Zum anderen waren aber auch einzelne Clip-Regisseure stark von solchen Filmen beeindruckt. Ich hatte anfänglich Mark Romanek erwähnt, der sogar einmal gesagt hat, dass er überhaupt erst über 2001 zum Film gekommen sei. Er hätte den als Kind gesehen, der hätte ihn so beeindruckt, dass er gewusst hätte, er möchte Filmregisseur werden.
Und er wollte dann auch später, als er als Clipregisseur gearbeitet hat, immer ein Video in der Art von 2001 drehen. Da haben sie auch ein typisches Merkmal des Musikvideos. Es gibt da stets das Bestreben des Musikvideos, im Kleinen das Große praktisch abzubilden, vorwegzunehmen oder auch nachzuahmen. Und eben in einem bestimmten Musikvideo sah Mark Romanek dann eben auch die ideale Gelegenheit. Das war dann eben Scream, den wir ja auch anschließend sehen werden. Auch Kubricks Clockwork Orange wird sehr häufig in Musikvideos rezipiert. Ich will Ihnen aber hier jetzt vier Beispiele dafür zeigen, wie unterschiedlich man sich in einem Musikvideo auf 2001 beziehen kann. Und zwar einmal, indem man den Fokus auf einen Teil des Films richtet, zum Beispiel eben auf die Sequenz Dawn of Mankind. Die Affenmenschen stoßen auf ein außerirdisches Artefakt und machen dadurch einen zivilisatorischen Sprung, indem sie dann Knochen als Werkzeug bzw. Waffen zu nutzen verstehen. Das ist also das eine, was ich Ihnen zeigen möchte. Das zweite ist ein Beispiel, wo die Sternentor-Sequenz aufgegriffen wird, auch natürlich ein prominenter Teil des Films. Das haben Sie ja auch an den Fanmade-Videos gesehen, wo die Sternentor-Sequenz eben auch sehr häufig aufgegriffen wird. Und der dritte Punkt ist dann, dass das Setting des Films oder der verschiedene Settings des Films und das generelle Motiv der odysseehaften Sternenreise im Musikvideo aufgegriffen wird. Als erstes Beispiel, also Fokus auf einen Teil des Films und in diesem Fall ganz konkret auf Dawn of Mankind, die Affenmenschen, möchte ich Ihnen den Anfang des Musikvideos zu Adventure of a Lifetime der Band Coldplay vorführen. Das ist ein Konzept, das der Frontman von Coldplay, Chris Martin, und der Experte für Motion Capturing und als Darsteller auch von Affen, nämlich Andy Serkis, entwickelt haben, als sie sich angeblich zufällig an Bord eines Flugzeugs getroffen haben und Ideen ausgetauscht haben darüber, was man als Musikvideo für die Band Coldplay machen könnte. Und 6 Monate haben sie dann eben dieses Video gedreht. Sie sehen darin eine Gruppe von Schimpansen, die natürlich alle CGI animiert sind. Und das sind nicht irgendwelche Schimpansen, sondern es sind Schimpansen, die die Gesichtszüge der Bandmitglieder tragen. Das heißt, Sie sehen also unter anderem den Gitarristen Johnny Buckland, Sie sehen Chris Martin selber als Schimpansen, sowie den Bassisten Guy Berryman und auch den Drummer Will Champion, die nämlich zufällig auf ein Artefakt stoßen, auf ein technisches Artefakt. Nämlich sie entdecken unter einem Haufen von Blättern einen Beatspill-Speaker, der zufälligerweise gerade das Stück von Coldplay, Adventure of a Lifetime, spielt. Und daraufhin entdecken die Schimpansen die Macht der Musik. Sie finden dann zufällig auch eine elektrische Gitarre, einen Bass und ein Schlagzeug. Und nachdem sie zunächst einmal mit diesen Instrumenten nichts anzufangen wussten, lernen sie relativ schnell, sie richtig zu benutzen. Und sie formen dann also eine Ape-Band. Ja, also Andy Serkis, der normalerweise eben bei Planet der Affen zum Beispiel gespielt hat, der hier eben Coldplay beraten hat, um eben diese Affengruppe eben animieren zu können. Das zweite Beispiel ist ein Video, das die Sternenkorridor, die Stargate-Szene aufgreift. Und ich will Ihnen das praktisch in zwei Varianten demonstrieren. Einmal nämlich eine unterschiedliche musikalische Gattung, nämlich in der Rockmusik. Und zwar, Sie sehen bereits den Namen, der amerikanische Musiker und Komponist Jaron Dimebaud. Das ist ein Komponist, der normalerweise auch als Filmkomponist tätig ist, der also für Filme, für Fernsehserien, aber auch Webserien die Musik geschrieben hat. Er hat im September 2016 einen Titel Man in Space veröffentlicht und Matt Brownsdorf, der auch die Regie bei dem Film John the Carpenter von 2016 geführt hat, wo Dimebaud die Musik geschrieben hat, hat dann für Dimebaud ein entsprechendes Musikvideo gedreht und Sie werden sofort natürlich das Vorbild hier auch erkennen. Ja, Sie sehen vielleicht, dass hier das Psychedelische der Sternentor-Sequenz hier noch wörtlicher praktisch übersetzt wird. Das heißt, das, was in der Sternenkorridor-Szene praktisch nur angedeutet psychedelisch ist, wird hier jetzt also auch ganz explizit in psychedelische Farben und Formen übertragen. Ich will Ihnen das gleiche Vorbild, also wieder die Stargate-Sequenz, jetzt in Form eines Hip-Hop-Videos präsentieren.
für den britischen und in den USA aktiven Rapper Eska, bürgerlich Ryan Leeming, hat also Jordan Carson Lee wahrscheinlich, das konnte ich nicht ganz rausbekommen, aber ich nehme an, dass er es ist, weil er eigentlich alle Videos für Eska gedreht hat, eben 2015 ein Musikvideo gedreht zu dem Stück Bruce Campbell. Bruce Campbell ist eigentlich ein Schauspieler, der vor allen Dingen in B-Movies auftaucht. Insofern hat man hier auf den ersten Blick keine direkte Beziehung zu dem 2001-Vorbild. Ich zeige Ihnen aber, was Jordan Carson Lee daraus gemacht hat. Ja, das geht das ganze Video so. Am Schluss gibt es dann noch die farbige Pupille von Dave Bowman sozusagen adaptiert in Großaufnahme. Ansonsten aber hält sich das Video relativ strikt eben an diese eine Idee. Ich will zum Abschluss noch eben das Beispiel bringen mit den übergreifenden Motiven, wo also Settings, aber auch narrative Strukturen aus 2001 zur Grundlage eines Clips gemacht werden. Und dazu möchte ich Ihnen das Musikvideo von Warren Fu vorspielen, und zwar ganz zu der Band The Strokes, die 2007 bereits den Titel You Only Live Once herausgegeben haben. Und daran greift nämlich Warren Fu auf verschiedene Aspekte von Kubricks Film zurück. Sie haben zum einen, das sehen Sie hier bereits, eben die Innenarchitekturen angedeutet, wie sie eben auch in der Discovery anzutreffen sind. Sie haben Weltraumszenen mit einem Raumschiff, das also schräg rechts an der Kamera vorbeifliegt. Sie haben die berühmte Konstellation von Erde, Mond und Sonne, die hier auch gleich zum Auftakt des Titels genommen wird, um auch diesen Bandnamen etwas zu inszenieren. Sie haben die Szene mit dem Monolithen, der dann aus der Sonne heraus eben auf die Kamera zufliegt. Und das Ganze geht allerdings jetzt noch alternativ weiter, denn der Clip belässt es nicht dabei, dass er eben diese Elemente aufgreift, sondern er rahmt sie anders, und zwar narrativ anders, denn das Ganze handelt von einem Atomkrieg, und wir lernen dann im Verlauf des Clips, dass dieses Schiff nämlich nach Art der Voyager-Sonden von 1977 das kulturelle Erbe der Menschheit auf goldenen Schallplatten ins All trägt. Das heißt also, genauso wie es bei der Original Voyager goldenen Schallplatte eben zum Beispiel eine Platte gab, wo gesprochene Grüße in 55 Sprachen enthalten sind, so wird das also dann hier auch in dem Video entsprechend aufgefächert. Und zu dem kulturellen Erbe, das auf diesen goldenen Platten enthalten ist, gehört natürlich dann auch der Song und die Performance der Band, die dann zuletzt sogar als Hologramm erscheinen. Der Computer, der das Ganze speichert, sieht sehr stark eben nach Hell aus, also diese Datenplatten, die hier also reingeschoben werden können, die sind nach dem Vorbild von 2001, und auch die Bildschirme mit ihren Buchstabenkürzeln sind ebenfalls 2001 entlehnt. Zuletzt gibt es dann eben auch eine Sternentourreise und zugleich damit eine Zeitreise, denn diese Zeitreise trägt den Betrachter dann zurück in das Jahr 1977. Und das ist natürlich zum einen ein Verweis auf die Voyager-Sonden, die 1977 gestartet wurden. Zum anderen hören Sie aber auch wieder eine Stimme sprechen, wie in dem Stück von Daft Punk Contact. Nur ist es diesmal eben kein Astronaut, sondern es ist ein Ausspruch des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter anlässlich der Unterzeichnung der Panama Canal Treaties, mit dem der Brigadegeneral Omar Torrijos Herrera am 7. September 1977 die Garantie erhielt, dass Panama nach dem 31. Dezember 1999 die Kontrolle über den Panama-Kanal erhalten würde, die seit 1903 in der Hand der USA war. Und das heißt, es werden hier sehr positive Dinge gesagt. Das wird natürlich konterkariert durch die Szenen des Atomkriegs, die wir zum Anfang gesehen haben. Und die Rückkehr in das Jahr 1977 deutet dann natürlich zum einen auf die Voyager-Sonden, die Botschaft, die da ins All geschickt wird, zum anderen aber auch auf eine Art von Wiederkehr des Immergleichen, dass also dann irgendwann mal es wieder zu dieser Atomkatastrophe kommen wird. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss diesen Clip dann auch ganz vorspielen. Sie werden auch sehen, der ist relativ komplex gemacht, denn sie haben am Anfang so etwas wie ein Trailer oder eine Vorspannsequenz, in der entscheidende Szenen des späteren Videos bereits kurz anzitiert werden. Und dann erst geht das Video richtig los, wobei es dann nochmal einen zweiten Start gibt. Der erste Teil des Videos erinnert sehr stark an den Film Koyaanisqatsi, das heißt Zivilisationskritik, die auch dadurch artikuliert wird, dass die Szenen in Zeitraffer gespielt werden. Dann kommt es eben zu dieser Katastrophe, und dann eigentlich geht das eigentliche Video erst los. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Henrik Hiesow von der Uni in Heidelberg. Wir hätten jetzt die Gelegenheit, über das Gesehene und Gehörte zu diskutieren. Gibt es Fragen, gibt es Kommentare, Nachfragen vielleicht von Ihrer Seite aus? Dann geben Sie mir kurz ein Handzeichen, ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Warten Sie bitte kurz, bis ich bei Ihnen bin, nicht nur bis Sie das Wort haben, sondern auch bis Sie das Mikrofon haben, weil wir auch diese Veranstaltung für alle, die heute Abend nicht persönlich hier sein können, für den YouTube-Kanal des Deutschen Filmmuseums mitschneiden. Ich bitte einfach um Ihr Handzeichen. Gibt es Äußerungen zu dem Vortrag? Sonst können Sie gerne auch noch einen Moment in sich gehen und überlegen. Ich hatte jetzt von diesen schon mannigfaltigen Beispielen so den Eindruck, dass das ja wahrscheinlich nur die Oberfläche war und dass darunter noch ein viel größerer Eisberg sitzt. Stimmt das? Ja, also was ich Ihnen jetzt heute Abend gezeigt habe, war natürlich eine Auswahl. Das heißt, ich habe versucht, Ihnen eine Bandbreite dessen ansatzweise abzubilden, was Sie finden können. Das heißt, es gibt sehr viel mehr Beispiele, schlechtere auch, also sowohl handwerklich als auch vom Konzept her schlechter, aber auch genauso gut auch wie das, was wir heute Abend vom Technischen her gesehen haben. Und das Interessante finde ich eben, das konnte ich Ihnen jetzt aus Gründen der Zeit nicht richtig darstellen, aber das Interessante ist natürlich, wenn man sich die Sachen vergleichend anschaut und eben sieht, bestimmte Sachen kommen immer wieder, was auch etwas natürlich darüber aussagt, wie dieser Film wahrgenommen wird. Also so habe ich das ein Stück weit auch für mich gelesen, dass ich mir angeschaut habe, welche Szenen werden offensichtlich als ikonisch für diesen Film verstanden, welche Szenen werden als ganz besonders geeignet auch empfunden, um mit Musik kombiniert zu werden. Und wie werden die dann wiederum zueinander in Beziehungen gesetzt? Ich habe Ihnen das ja versucht, an einer Stelle zu zeigen, dass also durchaus unterschiedliche Clips dann aber mit ähnlichen Sequenzen aus dem gleichen Film enden, während zum Beispiel bei dem gleichen Stück, also bei Contact, jeweils ganz unterschiedliche Enden eigentlich gewählt werden, obwohl es zweimal das gleiche Stück ist. Das heißt, in gewisser Weise sagt das auch natürlich etwas über die Art und Weise, wie diese Leute die Stücke, die sie da mit Bildern versehen, auch hören und verstehen. Also der eine Clip eben versteht Contact offensichtlich als ein eher positives Stück, während eben der zweite, der dann auch mit Life Functions Terminated endet, da wird das eigentlich ein bisschen so gebürstet, dass das eigentlich ein Stück ist, das relativ pessimistisch von seiner Aussage her ist. Und das ist natürlich dann interessant, wenn Sie diese Sequenzen zueinander in Beziehung setzen. Claudia Dillmann. Wir haben ja am Anfang, ich glaube, das war auch bei Contact, da war es so meditativer. Und mich würde interessieren, die Fans suchen sich ja sozusagen eine bestimmte Musik raus, wenn sie mit diesem Film arbeiten wollen. Gibt es denn auch starke Beispiele dafür, dass so eine meditative, langsamere oder wie auch immer New Age, keine Ahnung was, Musik gewählt wird, um sozusagen diese doch auch ganz andere Seite von 2001 darzustellen oder neu zu präsentieren? Das habe ich versucht, mit diesem Stück abzubilden, wo diese Harfenmusik ganz stark, weil das ist eigentlich ein Meditationsstück. Das finden Sie auch auf Kanälen, wo also Musik für Yoga zum Beispiel auch zu hören ist. Und das wird eben genau auch so gelesen, dass der also lauter Sequenzen zueinander in Beziehung gesetzt hat, wo sich Dinge sehr harmonisch bewegen, wo so ein Gleiten eigentlich angedeutet wird, wo Landschaft gezeigt wird, die dann eben ins Weltall übergeht, wo die Raumschiffe sich sehr harmonisch bewegen. Das heißt, also da haben wir genauso ein solches Beispiel. Sehr viel ruhiger wird es nicht. Also ich habe keine Beispiele gefunden, wo das jetzt vollkommen ohne Rhythmussektionen auskommt, sondern es ist immer in irgendeiner Weise Schlagzeug dabei. Aber das war mit das ruhigste Stück, das ich gefunden habe, wo es also tatsächlich um diesen meditativen Aspekt geht und dazu dann eben auch die entsprechenden Szenen ausgewählt werden, die dieses Meditative der Musik, dieses Rauschen, das ist ja auch so ein Rauschen, die Harfe, die also immer wieder diese Melodie wiederholt und das wird eben dann mit Stücken aus dem Film in Beziehung gesetzt, wo die Dinge sehr harmonisch gleiten oder aber Natur zu sehen ist. Und ist das eine Ausnahme? Eher ja, weil ansonsten hat man eigentlich eher klassische Popsongs, also gerade Daft Punk ist ein gutes Beispiel. Das hat natürlich auch mit den Daft Punk Videos zu tun, die ja selber mit diesem Album Interstellar dann eben praktisch auch schon Weltraumthematik angeschnitten haben. Aber dass es so ruhig ist, ist eher die Ausnahme. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich muss ja zugeben, ich habe immer mit Musikvideos große Probleme. Mhm. Ich habe auch bei den Fanartikeln, sage ich mal, sehr wenig Kritisches gesehen.
Der Film der Film School Rejects war natürlich insofern interessant, dass er gezeigt hat eigentlich, wie so Videos aufgebaut sind. Es ist fast schon egal, was für Bilder sie zeigen. Sie müssen sie nur richtig montieren, nach dem Tempo der Musik gehen. Ja, sie können auch Hans Zimmer nehmen oder wie auch immer. Genau, das ist die typische Hollywood-Überwältigungsästhetik. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht kommt es ja noch, dass man sich überlegt, wie man das kontrapunktisch auch machen kann. Ja, in anderen Worten, also keine illustrierende Musik, sondern dass wir also Bilder und Musik sozusagen gegeneinander stehen lassen. Haben Sie dafür Beispiele? Gibt es Beispiele? Beziehungsweise man könnte sich auch überlegen, diese Art und Weise, wie Kubrick in 2001 Ligeti und so weiter verwendet, ist ja eigentlich auch recht illustrativ, würde ich behaupten. Ja, okay, jetzt können Sie jetzt sagen, was heißt illustrativ, aber okay, lassen wir es mal außen vor. Gibt es nicht Versuche, das auch zu probieren, oder wäre das nicht auch sozusagen eine modernere oder kritischere Variante? Also was ich hier sehe, sind doch sehr viele Bildklischees, die ständig wiederholt werden, das Schweben und so weiter und so fort. All das wird sozusagen auch, also die Musik, die dazukommt, da können Sie auch Jean-Michel Jarre dazu spielen oder sowas, das ist alles dasselbe. Ich hätte mir erhofft sozusagen, dass auch in Musikvideos oder von Fans irgendetwas kommt, was das Ganze ein bisschen dreht wieder, ja, was das verfremdet, wie immer man das nennen will, nicht? Also modernere Verfahren verwenden. Also zunächst mal dieser Trailer, das war ja kein Musikvideo. Das will ja ein Trailer sein. Insofern würde ich das mal trennen, weil das ist nicht das Gleiche. Zweitens würde ich da widersprechen, das ist nicht egal, was die zeigen, sondern das ist ja gerade das Interessante, dass die aus einem Film, der gerade nicht das Action-Klischee bedienen möchte, zeigen die, wenn ich es nur richtig schneide, kann ich sogar aus diesem Film eine Aussage herausholen, die scheinbar so einen Horrorfilm draus macht. Also wo der Computer gegen den Menschen kämpft. Man, das ist ja alles in 2001 auch drin, nur eben Kubrick erzählt es anders. Und dieser Trailer schneidet es sozusagen wieder so zurecht, wie es eben ein klassischer Hollywood-Blockbuster-Horror-Science-Fiction-Film eben wäre. Und ich finde, das ist ja das Interessante an dem Experiment, dass sie eben das ja zeigen, dass wenn ich die richtige Musik drunter lege, die richtige Schnittfrequenz und eben die entsprechenden Szenen auswähle, kann ich sogar mit einem Film wie 2001 so etwas machen. Insofern, glaube ich, ist das falsch verstanden, wenn man sagt, ach, das sind ja bloß Klischees, darum geht es ja gerade. Es geht ja gerade genug, das vorzuführen und zu zeigen, dass sie sogar mit einem solchen Film so etwas machen können. Das Kontrapunktische, da ist mir nicht ganz klar, meinen Sie das so im Sinne von Eisenstein, also kontrapunktisch im Sinne von Musik macht was ganz anderes als die Bilder, oder? Jein, also bei Eisenstein gibt es ja auch das Kino der Attraktionen, ja, das ist ja das, was wir gesehen haben. Also würde mir wünschen, dass, und ich weiß halt nicht, ob sowas noch kommt jetzt in der nachfolgenden Show, dass man versucht, andere Aspekte stark zu machen als die sozusagen ikonischen. Also sie haben sich ja schon versucht zu sagen, okay, also Musikvideos zeigen mir als Referent, was ist so ikonisch geworden in dem Film. Naja, gut. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so interessant. Interessanter ist eher sozusagen eine Gegenlektüre, dass man Dinge aufbläst, die sozusagen nicht so überraschend sind an dem Film. Ja. Würde ich aber bedenken, das sind Fan-Videos, das sind keine Kunstvideos. Das gibt es natürlich auch, aber das ist was ganz anderes. Es gibt natürlich Kunstprojekte, die mit Kubricks 2001 arbeiten und das so ein bisschen gegen den Strich bürsten. Das ist aber ein anderes Thema. Das hat mit Musikvideos nichts zu tun im klassischen Sinne. Und insofern gehört das sozusagen nicht ganz in das Thema rein. Da werden wir in einem anderen Themenbereich rein. Dann sind sie wieder im klassischen Kunstvideo. Und das ist natürlich ein ganz anderer, angestammter Bereich. Ich finde aber interessant, eben zu sehen, und darum ging es mir ja eben auch, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die den Film zum Teil erst jetzt gesehen haben. Also die praktisch wie dieser eine User, der 2013 offensichtlich diesen Film zum ersten Mal sieht, ihn mit Musik, die er gerade gehört hat oder die er schon länger kennt, in Beziehung setzt und dann eben versucht, daraus etwas zu machen. Und das ist ja eigentlich das Interessantere, finde ich, sich anzugucken, wie gehen jetzt eigentlich junge Leute mit diesem Film um, der für uns natürlich ein Klassiker ist und wo ich es gar nicht selbstverständlich finde, dass die was mit dem Film anfangen können, weil wenn sie sich anschauen, mit welchen Filmgewohnheiten die aktuell groß werden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe 1977 nochmal wieder gesehen. Das war, als gerade die Star-Wars-Welle losbrach. Und da saßen sehr viele Leute im Kino, die was ganz anderes erwartet haben. Die nämlich dachten, und das wurde auch wörtlich gesagt, wann kommt denn endlich dieser Odysseus? Und die offensichtlich dachten, das sei also ein Abenteuerfilm, wo Odysseus ins Weltall verlegt wird. Und aktuell könnte man ja auch die Sorge haben, dass Leute diesen Film genauso mit dieser Erwartung sehen. Aber gerade diese eine Aussage, dass der also von der Beauty of Art put into this movie spricht,
spricht. Das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert. Und dann diesen Versuch, der natürlich, wenn man so will, nicht besonders intellektuell hochsteigend ist, das jetzt eben mit dieser Musik zu verbinden, aber eben mit einer relativ ungewöhnlichen Musik. Das war die Frage von Frau Dillmann, also dass Sie da diese meditative Musik haben, dass der eben sozusagen der Gegenentwurf zu diesem Trailerfilm ist, die also versuchen, Action draus zu machen. Und der versucht gerade zu zeigen, die Harmonie, das Gleiten, aber eben mit einer anderen Musik, der also nicht klassische Musik, keinen Walzer drunter legt, sondern sich im Grunde genommen fragt, was für Szenen, und ich glaube, so muss man sich das ja vorstellen, diese Leute fragen sich ja, was für Szenen hat der Film, die zu meiner Musik passen und die dann eben ganz bestimmte Sachen auswählen. Und wenn man sich da eine Analyse mal klar macht, dann glaube ich, ist das eine Mischung aus der einem, dem Ikonischen, eben Sachen, die jeder kennt, also eben auch wenn Sie den Film noch nie gesehen haben, die Stargate-Sequenz haben Sie sicher wohl irgendwo schon mal als Still irgendwie gesehen. Und zum anderen aber eben auch einer persönlichen Sichtweise auf den Film, dass Sie sich eben fragen, welches Bild habe ich von der Musik? Das fand ich eben bei dem Contact-Stück ganz interessant, dass da zwei unterschiedliche Lesarten des Stücks eigentlich stattfinden, dadurch, dass Sie unterschiedliche Szenen aus dem Film drunter legen. Gibt es weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen an Herrn Professor Kiesor? Mich hätte interessiert, kannten Sie irgendwas von dem, was ich Ihnen heute Abend gezeigt habe? Sie kannten das? Was kannten Sie? Teilweise, aber das liegt daran, weil ich David Bowie-Fan bin. Okay, was kannten Sie? Ich kenne David Bowie, ich kenne natürlich seine Videos sehr gut. Ich wusste auch, dass eben schon die Sachen auch für die Mondfahrt damals benutzt wurden. Und ich fand es jetzt ganz spannend, das nochmal auch so eingeordnet zu sehen. Mhm. Aber kannten Sie diese Fanvideos zu 2001? War Ihnen das bekannt oder? Leider nein. Okay, aber gut. Das war spannend, das trotzdem jetzt zu sehen. Also auch wie eben, anders als mein Vorredner, fand ich das ganz spannend, wie man dann eben genau mit diesen bestimmten Ideen arbeitet und die wiederum neu zusammensetzt zu der Musik. Mhm. Ja, wenn Sie Bowie-Fan sind, dann bleiben Sie jetzt, weil unbedingt. Jetzt gibt's noch. Ja. Noch Fragen oder Kommentare? Eine Sache, die mich noch interessieren wird, Sie hatten es ja en passant schon erwähnt, dass auch A Clockwork Orange so eine reichhaltige Musikvideorezeption erfährt. Ja. Aus Stanley Kubrick, der oft auch im Zusammenhang mit 2001 gelesen wird, als natürlich Folgefilm 71 und oft zusammen mit Dr. Strangelove, so als Science-Fiction-Trilogie, die drei konsekutiven Filme. Gibt es da Verbindendes, also bei der Art und Weise, wie da rekurriert wird? Kann man da Gemeinsamkeiten zu 2001 ausmachen? Oder verhält sich das vielleicht ganz anders bei Clockwork Orange? Ich würde sagen, es ist vollkommen anders. Also es geht schon mit der Musik los, die die Leute mit Clockwork Orange assoziieren. Und auch die Art und Weise, wie dann die Ikonografie des Films verwendet wird. Das heißt, das sind sehr oft eben Filme, in denen es entweder um Übermut geht oder aber um Kontrolle, um Folter. Das sind so die beiden Extreme, wo man auch ein bisschen sieht, wie der Film praktisch auch rezipiert wird. Und das ist nochmal was ganz anderes als 2001. Also da habe ich keine direkten Verbindungen gesehen. Es gibt Versuche, dieses A Jump They Say von David Bowie auch zu lesen, als einen Versuch, eben die Stewardessen aus 2001. Und es gibt da auch eine Sequenz, wo eben David Bowie gefoltert wird. Und da wird immer auch auf Clockwork Orange verwiesen. Ich glaube aber, das ist La Jetée, was dahinter steht, weil das geht bis in Details rein. Er hat genau diese gleiche geschlossene Brille an, wo Kabel rausgehen, und er liegt in einer Hängematte, wie sie das bei Jetée auch haben. Insofern glaube ich, ist das die Referenz und nicht Clockwork Orange. Also ich glaube, die beiden Filme werden interessanterweise getrennt in der Rezeption. Vielleicht auch, weil es unterschiedliche Publika anspricht. Also Clockwork Orange wird auch gerne so in einem 60s-Kontext verwendet. Also man hat ein Sample aus den 60ern oder im späten 60ern, frühen 70ern. Und dann wird sofort Clockwork Orange auch in einem Musikvideo zitiert. Ja, letzte Chance, jetzt noch Fragen oder Kommentare loszuwerden. Wir sind zwar noch ein bisschen hier heute Abend, aber wir wollen ja auch die Diskussion dann irgendwann abschließen, um zum Musikvideoprogramm überzugehen. Gibt es noch was von Ihrer Seite aus? Ansonsten danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich. Vielen Dank, Professor Dr. Henry Kiesor, für diesen reichhaltigen Beitrag und die Themenstimuli. Vielen Dank für Ihre Fragen. Dankeschön.